people of Embervale. The elixir. It was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing for more. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The Shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. So, ja, ich habe mir Enshrouded auch geholt, was mir doch dann etwas interessiert hat, das Ganze. Lesen ist nicht so mein Ding. So, wir haben mal Fackel. Wir umsetzen. So. Und da ist jetzt das sogenannte Miasma da unten. Da bin ich dreimal. Ich hab's mal, ja, da hat's ja die Demo gegeben während des Team Summerfests, also Winterfest, Summerfest. Da bin ich hier dreimal runter gepoltert. Roboter. Und im ersten Mal kann ich nur 4 Minuten bleiben, nachdem ich. Noch 4 Minuten drinnen war, bin ich dann. Ja. Geschichte, glaube ich. Aber ich hab's nicht ganz ausprobiert, muss ich ehrlich sagen. Was passiert, wenn ich da drinnen bleibe? Ich bin da einfach durchgelaufen und hab das probiert und.
bisschen was aufs Maul gekriegt, aber... Wir werden uns jetzt ein Plätzchen suchen. Ich werde meinen letzten besuchen und dann wieder belebt. Alles klar. Ja, wir werden uns ein Plätzchen suchen, würde ich sagen. Stufenaufstieg. Die Frage ist, in welche Richtung werde ich gehen? Die Welt ist groß, glaube ich. Fähigkeiten. Das ist ja... Da geht es in Richtung Kampfmagier. Das geht in Richtung Kampfmagier. Das ist dann schon wieder... Heiler, Zauberer. Das ist Heiler und das ist Zauberer. Da haben wir Gauner, Assassine, Bestienmeister, Überlebenskünstler, Athlet, das Tank. Ich werde auf einen Zauberer gehen. Stoffi, Glaskanone nennt man das auch. Testen wir mal das, was Sinn macht. Holzfäller. Die Sachen. Die üblichen Crafting-Sachen wollten am Anfang Steine, Sträucher, ein paar Bäumchen. Du war irgendwas mit mir. Alles, was angewachsen geht, immer mitnehmen. So, wie war denn das jetzt damit bauen? Wir brauchen einen Bauhammer. Wir brauchen mal Steine und Werkbank. Okay.
Montage, wenn wir mal herstellen. Bauhammer. Stein brauche ich dafür. Stein, Stein, Stein. Bauhammer. Die Ressourcen wachsen ja danach. Okay. Finde den schlafenden Überlebenden. Aha, okay. Handwerk, Werkbank, Garn und Holzscheite. Garn, aber das Pflanzenfaser, okay. Pflanzenfasern. Ja, Pflanzenfasern, Bingo. Wir werden uns aber gleich mal schauen, dass wir mal Holz verlagst haben. Ja, dazu brauchen wir noch ein bisschen was. Das brauchen wir mal. Ja, nochmal herstellen. Äste. Gute Frage, Äste. So.
wenn wir ein bisschen Kahlschlag betreiben. Dann die Handwerk, die Werkbank. Wieso kann ich noch kein Ding machen? Kann ich keine Dinge machen? Wäre es ein normales Holz? Oder brauche ich dazu die Werkbank zuerst? Ja. Da werde ich jetzt die Werkbank brauchen, gell? Aha, okay, jetzt kann ich das machen. Grober Steinblock und ich kann Ding. Jetzt haben wir das einmal hergestellt. Handwerk. Okay, kann ich da auf der Werkbank etwas herbauen? Erstellen. Werkbank. Okay. Stauraum. Garn und Äste. Mach dich vom Acker. Zauberstab. Rezept freigeschaltet. Alles klar. Nastrobum. Weil wir da Garn brauchen. Garn! Da machen wir. Baugerüste. Okay. Aha. Ich muss das Garn herstellen. Garn. Stauraum. Das können wir mal an. Ah, stimmt.
Ja, da kann ich wenigstens meine Stacks. So. Kann ich die irgendwie umschalt F Stapel nachfüllen, alles nehmen? Okay. Ich muss mal angewöhnen, dass ich da nicht auf E drücke, sondern auf B. Auf B! So, wir werden uns da jetzt was bauen. Lichtquellen, Kerze. Okay. Ja, was haben wir denn noch? Baugerüste, ja. Toll, freut mich. Brauche ich jetzt aber nicht. Waffen, Schildekeule, Bogen, magische Waffen, Zauberstab, Magierstab. Was ist der Unterschied? Wir nehmen eine magische Waffe mit. Können wir uns eine Kleidung machen? Kleidung, Kleidung, Kleidung. Das nächste, Kleidung, Kleidung. Lumpen. Gerne Stofffetzen. Wo kriege ich die Stofffetzen her? Aus was kriege ich die Stofffetzen her? Ist die Frage. Ja, aber das werden wir beim nächsten Mal, glaube ich, uns reinziehen. Bis zum nächsten Mal dann.